Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem neuesten gemeinsamen Strömen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Heute Morgen war ich wandern. Ich war hier bei mir auf dem Berg und habe die weiße Schwalbenwurz gesehen. Das ist eine Pflanze, von der ich behaupten würde, dass ich sie noch nie vorher gesehen habe. Und so geht mir das ganz oft auch mit Büchern. Heute Mittag fiel mir dann Mary Burmeisters Selbsthilfebuch 3 in die Hände. Und ganz zufällig habe ich Seite 22 aufgeschlagen. Auf der Seite 22 geht es um die Handinnenflächen und um die Fußsohlen. Und ich habe mir groß darüber geschrieben, Mary führt uns durch den Hauptzentralstrom und wir halten dazu die Handflächen und die Fußsohlen. Und auf Seite 23 in diesem Selbsthilfebuch 3 steht eben, dass das in der Tat der Hauptzentralstrom ist, den wir auf diese Art und Weise strömen. Und auch hier würde ich behaupten, der Satz hat vorher nicht da gestanden. Genauso wenig wie die Pflanze heute Morgen da war, gab es vorher diesen Satz. Naja gut, also ihr wisst jetzt genauso gut wie ich, dass man durch das Halten der Fußsohlen bzw. der Handflächen den Hauptzentralstrom strömen kann. Und das wollen wir jetzt tun. Und die Bettina macht euch ein Audio mit den neuen, es sind keine Affirmationen diesmal, es sind Beschreibungen eben von Zuständen, wann diese Art, den Hauptzentralstrom zu strömen, ganz besonders wertvoll ist. Also zum Beispiel, ich bin völlig erschöpft, mein Verstand arbeitet nicht richtig. Und dann noch 7 weitere Aussagen von Mary, die euch Bettina dann als Audio aufnimmt und einspielt, während wir die 36 bewussten Atemzüge machen. Okay, wie sieht das Ganze jetzt praktisch aus? Also, ich sitze hier im Schneidersitz. Ich kann euch das jetzt schlecht zeigen. Dann verstelle ich wieder alles. Also, ich lege jetzt meine linke Handfläche an die rechte Fußsohle und meine rechte Handfläche an die linke Fußsohle. So. Wer jetzt von euch nicht so gelenkig ist, der muss sich überhaupt keinen Kopf machen. Strömen ist für jeden und jeder von uns ist ein Individuum. Wir sind nicht alle gleich. Ihr könnt auch ganz einfach eure Hände zusammenlegen. Oder, das schreibt Mary auch, wir können auch ganz einfach mit dem Daumen die Handfläche strömen. Ja, ihr könnt auch einfach die Fußsohlen aneinander legen. Menschen, die Yoga machen, die können sowas in der Regel ganz gut. Also ihr seht, wir haben tausend und eine Möglichkeit. Und auch dazu gibt es einen schönen Satz. Schneidere es einfach für mich selbst zurecht. Ich bin der Schöpfer. Ich bin der Künstler. Und das ist wirklich was, was ich am Shinjutsu so schätze. Dass es jeder von uns für seine Bedürfnisse zurechtschneiden darf. Okay, weil ich jetzt eh schon so viel gelesen habe, lese ich noch ein bisschen weiter. Denn was Mary hier schreibt, ist einfach immer wunderbar. Sie schreibt, es gibt immer einen Weg, mir selbst zu helfen. Und wenn ich diesen kenne, kann ich wiederum anderen helfen. Aber erst müssen wir zu uns selbst finden. Es gibt immer eine Alternative, wenn ich Zehen und Finger kenne. Wenn du unfähig bist, irgendetwas anderes zu sein, lächle und sei der Atem, der ich bin. Anstatt zeige mir, öffne deine eigenen Augen und sieh selbst. Sei dein eigenes Zeugnis. Sei Glück. Wisse, dass es keine Wege zum Glück gibt. Glück ist. Ja, und mit diesen Worten, ich möchte jetzt gar nicht mehr viel dazu sagen, außer dass wir eben lächeln, sein dürfen und die Schultern fallen lassen dürfen, machen wir jetzt unsere 36 bewussten Atemzüge. Jeder so, wie er es gerne möchte.
Ich bin voller Energie und Vitalität. Mein Verstand ist klar und scharf. Meine Augen fühlen sich leicht und entspannt an. Jeder Atemzug erfüllt mich mit Leichtigkeit und Wohlbefinden. Mein Herz schlägt kraftvoll und regelmäßig. Ich habe eine gesunde Beziehung zum Essen und genieße meine Mahlzeiten. Mein Bauch fühlt sich ruhig und harmonisch an. Mein Körper funktioniert effizient und ich fühle mich wohl. Meine Füße sind gut durchblutet und fühlen sich warm und behaglich an. Ich bin voller Energie und Vitalität. Mein Verstand ist klar und scharf. Meine Augen fühlen sich leicht und entspannt an. Jeder Atemzug erfüllt mich mit Leichtigkeit und Wohlbefinden. Mein Herz schlägt kraftvoll und regelmäßig. Ich habe eine gesunde Beziehung zum Essen und genieße meine Mahlzeiten. Mein Bauch fühlt sich ruhig und harmonisch an. Mein Körper funktioniert effizient und ich fühle mich wohl. Meine Füße sind gut durchblutet und fühlen sich warm und behaglich an. Ich bin voller Energie und Vitalität. Mein Verstand ist klar und scharf. Meine Augen fühlen sich leicht und entspannt an. Jeder Atemzug erfüllt mich mit Leichtigkeit und Wohlbefinden. Mein Herz schlägt kraftvoll und regelmäßig. Ich habe eine gesunde Beziehung zum Essen und genieße meine Mahlzeiten. Mein Bauch fühlt sich ruhig und harmonisch an. Mein Körper funktioniert effizient und ich fühle mich wohl. Meine Füße sind gut durchblutet und fühlen sich warm und behaglich an. Ich bin voller Energie und Vitalität. Mein Verstand ist klar und scharf. Meine Augen fühlen sich leicht und entspannt an. Jeder Atemzug erfüllt mich mit Leichtigkeit und Wohlbefinden. Mein Herz schlägt kraftvoll und regelmäßig. Ich habe eine gesunde Beziehung zum Essen und genieße meine Mahlzeiten. Mein Bauch fühlt sich ruhig und harmonisch an. Mein Körper funktioniert effizient und ich fühle mich wohl. Meine Füße sind gut durchblutet und fühlen sich warm und behaglich an.
So, lasst euch nicht stören, wenn ihr noch nicht fertig seid. Macht eure 36 Atemzüge in Ruhe zu Ende. Und ich sage danke, dass ihr mit mir zusammen den Hauptzentralstrom auf diese doch ganz einfache Art und Weise geströmt habt. Ja, bis zum nächsten Mal. Servus!